Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder ein Video zum Investieren. Wir werden auch direkt loslegen. Am 2. Februar kommen ja, glaube ich, diese Wants to Watch, die Winter Wants to Watch raus. Letztes Jahr hat man 82er Rating gebraucht. Deswegen kann man jetzt ein paar Sachen investieren. Auf jeden Fall in 82er und 81er. Habe jetzt hier einfach mal ein paar 82er vorbereitet, die sehr, sehr günstig sind. Also die kosten 700, werden wahrscheinlich dann zum Start, also wenn die Wants to Watch dann rauskommen, werden die so 1,5 bis 2.000 ungefähr kosten. Also könnt eure Coins hier ungefähr verdoppeln, wenn sie nicht weg, also wenn die halt kein 82er Rating wollen, dann könnt ihr die halt auch für 800 sofort wieder weghauen, also könnt ihr für 800 sofort verkaufen. Ja, kann man aber wie gesagt hier für 700 erbieten, habe auch jeden nur einmal geboten. Hier laufen auch noch ein paar, hier Slimani und Brahimi, auch einfach 700 auf jeden 82er, kann man gar nichts falsch machen. Also das ist auf jeden Fall das eine schon mal. Und das andere ist einfach Abstoßinforms. Man wird wahrscheinlich bei den Wants to Watch wieder einen Inform brauchen. Das heißt, die werden da auch wieder 13.000, 14.000 Münzen kosten. Könnt ihr einfach für 10.000 die hier erbieten. Hier 10.000, perfekt, guter Preis. Ich habe mir auch schon sehr, sehr viele geholt. Zeige ich euch auch schon mal im Verein gleich. Also ich hole mir eigentlich immer jeden einmal für den Verein. Den Rest packe ich auf der Liste. Könnt ihr auf jeden 10.000 bieten. Ich würde auch nicht mehr bieten. Einfach auf jeden 10.000. Der ist vielleicht sogar ein bisschen zu schlecht. Umso höher die sind, umso besser sind die natürlich. Wenn die ein 80er Rating haben, sind die natürlich deutlich interessanter. Ist einfach so. Spanien ist aber gute Nationalität, kann man auf jeden Fall mitbieten. Ist natürlich klar, ihr bekommt auch nicht jeden. Bietet einfach ein paar Mal, dann kann man, werdet ihr da schon ein paar bekommen, werdet da nichts falsch machen. Gehen wir jetzt einfach mal durch, wie viele Informs ich mir schon mitgenommen habe. Hab mir auch hier die beiden hier mitgenommen, also könnt ihr euch auch mitnehmen. Also die kosten beide gar nichts. Abstoßpreis, könnte man für denselben Preis direkt wieder abstoßen. Falls man die vielleicht braucht, habe ich auch die jetzt mitgenommen, die beiden. Also könnt ihr euch auch noch holen, sind Kosten zusammen 30.000. Die anderen davon lohnen sich nicht. Also ich habe mir hier sehr, sehr viele einfach für 10.000 geholt. Ihr seht hier, wir haben alle 10.000, maximal 10.000. Okay, der hat jetzt 11 gekostet. Das ist aber nicht so schlimm. Wir dafür hier einen für 9,5, 12. Okay, dann habe ich noch ein bisschen zu teuer gekauft. Hier 10, 10, hier einen für 7,5. Natürlich kann sein, dass man vielleicht auch Silberne verwenden kann. Die sind sehr, sehr günstig. Also 8.000 werdet ihr aktuell keine bekommen. Könnt natürlich versuchen zu snipen. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Es wird auf jeden Fall demnächst auch eine neue Serie bei mir losgehen. Trading to Icon SBC. Also wir werden da sehr, sehr viele Icon SBCs dann einfach abschließen. Werde versuchen, so viel wie möglich davon zu bringen. Da wird auf jeden Fall die erste Folge demnächst online gehen. Wenn ihr darauf Bock habt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt einfach mal Hashtag Trading rein. Dann sehe ich, wie viele Leute darauf Bock haben. Und dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video schon gewesen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.